Habt ihr noch ein bisschen Lust zum Gitarre spielen? Nee, ihr habt keine Hallos. Das ist mein kleiner bester Freund hier. Mein zweitbester, der kleine Dame, sitzt da im Körbchen und schläft. Also, Quatsch, ne? Ja, Mr. Pooh wandert jetzt wieder in die Kiste. Hey, hey, my, von Neil Young. Also, wer das Ding nicht spielen kann, so eine Gitarre in der Hand hat und spielt das nicht, der ist aber wirklich einen Schritt zurückgegangen, sag ich immer. Es ist leicht zu spielen, leicht zu schlagen. Ja, leicht, sagt man mal so. Und, aber wirklich ein Klassiker erster Sahne, den man wirklich als Gitarrenspieler, Akustik-Gitarrenspieler spielen muss. Also, wir machen erstmal schnell die Griffe. Dann Schlagtechnik, so wie ich das schlag. Und dann werden wir weitersehen. Okay, also los. Wir brauchen erstmal A-Moll. Ja. So, wie gesagt, wir brauchen A-Moll. Dann brauchen wir G. Dann brauchen wir C. Ups. Und F Major 7. So, finden tut ihr F Major 7. C, F Major 7. Ganz einfach. So, wir haben C gegriffen. Und der Finger, der Zeigefinger oder den Mittelfinger, den ihr drauf habt auf der H-Seite, der bleibt drauf. Kommt drauf an, wie ihr C greift. Ansonsten geht ihr mit den anderen zwei Fingern einfach je eine Seite im gleichen Bund runter. Und schon habt ihr F Major 7 dran. Ja? Eine Seite hoch, C, eine Seite runter, also je eine Seite runter, seit dem F Major 7 dran. So, das gilt es rauszuüben aus dem A-Moll und aus dem G. Ja, dass das im Schlaf rüber geht, dass man nicht immer automatisch in C reingreift, das ist wichtig. So, zu den beiden Riffs, ich zeige es mal so vom Dichten. Wir greifen A-Moll, gehen einmal runter, ja, dann nochmal leer. Dann gehen wir auf G. Dann auf F Major 7. So. Dann das gleiche nochmal. Der zweite Riff. Nee. Und wieder auf F Major 7. Zwar jetzt beschissen an, aber so zur Schlagfolge. Es ist ein einfacher Down, Down, Up, Down, Up Schlag. Also Down, Down, Up, Up, Down, Up, Down, Down, Up, Down, Up, Down, Down, Up, Up, Down, Up, Down, Down, Up, Up, Down, Up. Entschuldigung. Wenn ihr jetzt am Anfang mit dem A-Moll, dann müsst ihr beim zweiten He also schon auf G sein. Also das erreicht ihr dann so, indem ihr He zwei abdruckt, also runter. He, He, He. Und dann einmal ziehen und einmal wieder runter. Dann seid ihr schon auf dem G drauf. Hey, hey, my, F Major 7. Und dann bleibt immer das alles gleiche. Down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Hey, my. Ja? So, das Down, up. Wenn ihr dann auf dem F Major 7 seid, dann könnt ihr auch hier eine zweite Schlagtechnik verwenden. Und zwar, dass ihr das dann bloß zieht, einfach down. Ja? So, das ist dann die zweite Schlagtechnik für das F Major 7. So, und diesen Groove aus diesem Song, oder wie sagen wir, den Schind, ja, Groove nennen wir das mal einfach so, den erreicht ihr durch Leerschläge. Also, hey, leer, hey, my, leer, down, up. Und dann wieder auf F Major 7. Jetzt leer. Zwei leer. Ich übertreibe das mal jetzt ein bisschen. Dann seid ihr wieder auf A-Moll drauf. Hey, my, leer. Zwei. Down, up. Down. So, und jetzt
ab, also jetzt lüfte ich das an, ab zweimal und dann gehe ich auf C rauf. Ja? Ja? Und dann bin ich auf C. Down up. So small pitches. Quatsch, A-Moll. Beneath your eyes. Leer. Leer, Mai, dann möchte ich auf F mit G7. Leer, also wirklich die Hand weg, hoch, A-Moll. Out of the blue and into the leer, bang. Jetzt ziehe ich das andere mal. Leer. Space for this is music. Leer. Leer zweimal, down up, auf C rauf dann. C, down, down und dann auf G. Leer, down. Das ist die ganze Feinheit bei dieser ganzen Sache. Dass eben einfach alles mit Leerschlägen oder viel mit Leerschlägen gearbeitet wird. Ja. Quatsch, da war einer zu viel. Hey, hey, my F mit der 7. A-Moll. Dann, dann, G, dann, F mit der 7. C, D, A-Moll. F mit G7, Leer, A-Moll, G, F mit G7. Wie gesagt, beim F mit G7 könnt ihr diesen nicht spielen, so weiterspielen in eurem Rhythmus. Oder ihr zieht das Ding. Ja? Ganz grob übertrieben. Immer mit Leer rein. Leer, down up und dann wieder in diesen nächsten Griff rein. Down up, Picture Seite dann auf G. Quatsch, Effe. Also wie gesagt, einfach mit den Leerschlägen dazwischen arbeiten, dann klappt das schon. Und dann kommt ihr auch schön in den Groove rein. Also versuchen es mal. Die andere Gitarre jetzt nehmen, die andere braucht neue Saiten, habe ich gerade festgestellt. Hey, hey, my. Rock and roll can never die. Ich zähle jetzt. So small, so pictures. So, das zweite, den Riff, den braucht ihr nicht mitspielen, wenn ihr wollt. Ja, also da hört sich aber schön an. The king is gone, not forgotten. This is the story of Johnny Run. Let's put it to die dritte vor der zweiten Strophe gesungen. Ist auch nicht schlimm, ne? Und jetzt. Out
does it blue when it throws it back? You pay for this, come back. Jungs, macht's gut, ich krieg gleich Krampf hier. So, viel Spaß beim Üben und naja, wenn nicht, dann mache ich da draußen nochmal zwei Videos. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Also dann, tschüss.